Jetzt werden wir sehen, ob da jemand richtig durchgezogen hat oder auch nicht. Ich werde angeschrien, Hilfe, ich krieg Angst. Rein da, Baby. Oh. Let's go. Ja. Maslap, der macht Maslap. Digga. Let's go. Digga. Ich bin's, Maxi. Ach, scheiße, Leute. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Okay, hey Leute, willkommen zu einem Video. Heute reagieren wir auf ein paar YouTuber, wie zum Beispiel Unge, Pluten, Sascha Huber, Revi und Riso, wie die auf mein Video reagiert haben. Und falls ihr noch mehr irgendwie Videos von mir allgemein sehen wollt, lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Ja, ich würde mich sehr freuen und... Falls euch Mino noch nicht gehört hat, Link dazu ist in der Videobeschreibung. Hashtag Werbung an der Stelle. Scheiße. Ah, okay. Okay, wir fangen an. So, Leute, Pluten. Wir gucken uns jetzt an, wie Maxify Muskeln bekommt. Leute, oh, er hat eine 120 Tage Body Transformation durchgezogen und das Vorschaubild sah schon übertrieben krank aus. Leute, schaut bei Maxify vorbei. Lasst ein Abo da. Danke, lasst Pluten. Ein Like da. Danke, Pluten. Maxify ist auch einer der Gründe, warum ich motiviert bin, gerade durchzuziehen, weil ich auch natürlich gesehen habe, was Maxify für eine krasse Body Transformation hingelegt hat. Deswegen bin ich aktuell jeden Tag am Hustlen. Das stimmt, das ist ja wirklich. Jetzt ziehe ich nach. Ich hatte nie ein Ziel im Leben gehabt und war mit allen unzufrieden, was ich durch mein Essen. Richtiger Hollywood-Film, Alter. Ja, nein, übertreibe. ey, ganz kurz vorweg, okay? Diese Yu-Gi-Oh!-Karte ist um ein paar Schulen bei mir in der Gegend rumgegangen. Die Karte, da steht ja, ich bin fett und ein fetter Suchti. Ich meine, Suchti war ich, ja, und fett war ich vielleicht nicht ganz. Ich war vielleicht leicht übergewichtig, aber die Karte ist rumgegangen und wie gesagt, ich wurde halt low-key ein bisschen gemobbt. Ist zwar nicht so nice, aber ja. Allein diese Worte, wer von euch da draußen kennt es, dass man mal gemobbt wurde, weil der Körper nicht so ist, wie man sich es vorstellt oder wie er laut der Gesellschaft sein sollte, was sowieso ein Schwachsinn für sich ist. Das Leben ist einfach viel, viel zu kurz, um einfach hier alles wegzuschmeißen und immer aufzugeben, immer in Kürze zu ziehen. Ne? Eines Tages kam ich dann zu YouTube. Hat Pluten gerade Pokémon gesagt? Das ist Yu-Gi-Oh! Doch das ganze Durchziehen auf YouTube hatte mein Essverhalten nicht wirklich verbessert. Ich habe mich weiter... Ich weiß, es ist nicht lustig, aber ich stelle mir gerade vor, also das hat Maxify ja, nachdem er mit allem fertig war, gedreht, wie er so sitzt und sich dann schön alles reinpfeift. Mit der Cola. Oh, Mann, das war so eklig, Alter. Ich hatte das gestern onstream gezeigt, aber ich zeige es euch nochmal ganz kurz. Und zwar, hier ist mein Aufnahmeordner und zwar habe ich ja die Cola getrunken. Na, ganz kurz, behind the scenes. Ganz kurz, wie ich reagiert habe, wirklich auf den Cola-Schluck, weil ich Cola gar nicht mag. Darum ist mein Schluck. Aktiv. Oh, ist das lecker. Mehr krieg ich nicht runter. Ich hab Tränen in den Augen bekommen, als es eklig war. Wie kann man das denn trinken? Sehr cool. Danke. Ja, ich bin echt wollte diesen Körper, es ist so schlimm, mich selber so zu sehen. Vernachlässigt habe mit knapp 85 Kilogramm. Jetzt denkt man vielleicht, oha, 85 Kilogramm ist doch gar nicht mal so viel. Ist natürlich wichtig, dass Maxify auch vielleicht seine Größe dazu sagen würde, weil Maxify ist natürlich jetzt nicht, der ist jetzt keine 1,90 Meter, sondern Maxify ist ein Ticken kleiner. Ich weiß nicht genau, wie groß Maxify ist, aber ich würde sagen, Maxify ist vielleicht so 1,75 ja, ungefähr. Und die Frage ist, wie und wo. Ey, ganz kurze Sache. Ich stand gestern, das war gestern im Gym, das war, glaube ich, ungestand da. Dann war da 7 Moms noch und da war da noch T, also Tadel. Ich schwör's euch, Leute. Ich stehe da so und ich gucke nur nach oben. Das ist doch insane. Ich bin zu klein. Die sind so gefühlt alle 1,90. Was ist denn das? Wieder in eine gesunde und sportliche aktives Gewicht. Paletto kennt das. Paletto hat ja auch, seitdem er in München ist, ein bisschen gegained. Bin aber momentan auch wieder am Durchziehen, aber nicht so krass wie Maxi. Doch die Frage ist, muss man aber wie auch nicht. Und wo muss fängt man an? Nicht. Um sicherzugehen, dass der Plan... Jetzt kommt der Sascha Huber-Part. Gucken wir, selber darauf reagiert. Das ist ja auch so eine Maschine. Wahnsinn. Der Bizeps ist so groß wie mein Kopf. Du hast ja, ist wahrscheinlich. Du
jetzt melde ich mich direkt mal. Ich weiß ich gar nicht mehr, was ich da gesagt habe. Ich hab's kurz gemacht, ich hab's kurz gefasst und nicht die ganzen sportlichen Aspekte, Ernährungssachen eingeblendet. Alles gut, Sascha, wir haben's ganz kurz und knackig gehalten. Im Schnitt so zwischen 26 bis 30 Kilo gemacht. Anschließend habe ich Dips gemacht, Schulterdrücken zusammen. Da habe ich ungefähr 7 Kilo genommen. Ich hatte auch auf Instagram gesehen, Maxify hat sich die Haare oder so gefärbt. Der ist jetzt irgendwie blond und hat sich die Fingernägel schwarz angemalt. Das finde ich auch so ein bisschen, viele hatten da irgendwie so gesagt, oh Maxify, du hast dich plötzlich so verändert. Das finde ich immer so schade, dass Veränderungen immer direkt was Negatives ist. Lass ihn doch machen, was er will. Wenn er sich kleine Löckchen machen möchte, dann kann er so auch machen. Er schadet damit doch niemandem. Wenn er jetzt plötzlich sagen würde, ja das Leute, alle Menschen, die nicht so viel Sport machen wie ich, die sind alle Müll. Das wäre was, was man kritisieren könnte, wo man sagen würde, wow, okay, das ist jetzt aber uncool. Aber ey, das ist Äußerlichkeit, das ist doch scheißegal. Und ich bin ja immer noch derselbe Dino am Ende, okay? In den schönen Tagen hieß es dann für mich, laufen. Ich sehe. Laufen, laufen. Ich bin in meinem Leben noch nie so viel gelaufen. Es war insane. Ich dachte, ich werde zum Marathon. Das habe ich auch immer in seinen Instagram-Story gestellt. Aber nur halt auf Wish gestellt. Ich bin jeden zweiten Tag gelaufen. Guck, wie viel das war. Es war so viel. Das finde ich krass. Also das sieht man auch sehr selten, dass wirklich jemand hier das schön zeigt. Auch mit Screenshots oftmals. Ja, kann man sich nicht ganz sicher sein, ob das alles so ist, wie es gesagt wird. Hier in diesem Fall aber wirklich Wahnsinn. Also man sieht... Ich bin im Schnitt immer 6 Kilometer gelaufen, so wie man es ja gerade sehen kann. Und direkt mal 17 Kilometer. Ja, testen, ne? Richtig, richtig geil. Max hat mir auch schon geschrieben, dass er stolz ist, dass ich jeden Tag ruder. Ich mache jeden Tag 10 Kilometer rudern. Rudern ist so, ich kann nebenbei noch eine Doku gucken, eine Serie gucken, Musik hören. Und aber ich habe da gesehen bei Unge, dass er sich Smash-Turniere anguckt, während er rudert. Yo, nice. Was mir angucken und dann halt rudern und ich bin im Schatten, feiere ich. Da hat jemand richtig durchgezogen. Ja! Das Ding ist, ich wollte ja nicht nur anderen Leuten beweisen, dass ich durchziehen kann, sondern auch mir selber beweisen, dass ich durchziehen kann. Und Joggen war für mich so ein Ding. Ich habe jeden zweiten Tag getrackt und ich wusste, wenn ich es nicht tracke, dann fuckt es mich selber so hart ab. Deswegen wollte ich es unbedingt machen. Krass. Maxify. Wahnsinn. Danke, danke. Ah, Dr. Professor Maxify. So, okay, Leute, das war die Sportlichkeit. Deswegen, Leute... So, der hat ja gar keine Kraft. Hey! Bitte, tut mir einen Gefallen. Mach keine Diäten. So wie ich es gemacht habe. Sondern versucht einfach eure Essgewohnheiten anzupassen. Versucht keine Softdrinks, kein Fastfood oder Süßigkeiten zu essen. Also ich meine, ihr könnt jetzt auch zu essen, aber übertreibt es nicht. Wollte ich nur mal mitgeben, und weil... das wollte ich halt echt nur mitgeben, weil ich habe Angst, dass ich viele Leute mit meinem Video so beeinflusse und alle sich dann so denken, oh ja, ketogene Diät mache ich auch. Diäten, toll, toll. Das Leute, Diäten sind wirklich nicht so gut, okay? Diäten können scheiße sein, die können anstrengend sein, ihr habt dann keinen Spaß mehr richtig beim Essen. Versucht einfach allgemein euch ein bisschen mit den Makronährstoffen auseinanderzusetzen. Esst einfach allgemein ein bisschen gesünder, trinkt Wasser statt Cola und so alles und ey, das macht schon einen riesen Unterschied. Wirklich, ihr fühlt euch viel besser, wenn ihr mehr Obst, Gemüse und alles esst. No joke. Allgemein mehr Gemüse, mehr. Kein Kommentar Obst dazu? Und, ja. Ey, wartet, glaube ich, ab, bis ich das fertig habe. Okay, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zum Kleinposing. Also, war sehr schön hier. Ketogene Diät ist wirklich heftig, ja. Worauf ihr alle gewartet habt. Ja, das stimmt, der wichtigste darauf Part. Haben wir wirklich alle gewartet, Alter. Jetzt bin ich mal, jetzt muss ich aber mal reinhauen. Oh nein. Das Gym. Das Gym. Zieht er jetzt sein T-Shirt aus? Gleich, ja. Ich glaube, er zieht sein T-Shirt aus, ne? Was ist der Unterschied zwischen mir und den anderen? Oh. Ja, da hat er, ja, schon ein bisschen. Aber ich bin kein Experte. Ist das schon ungesund? Weil, ja, er ist ein bisschen leichtes Übergewicht, bist fast Übergewicht. Hat das schon gesundheitliche Konsequenzen? Ich weiß es nicht. Ich habe mich nicht wohl gefühlt. Ich habe mich gar nicht wohl gefühlt. Das sind doch schon kräftige Beine. Das sind Fußballerbeine. 9 Jahre Fußball gespielt habe. Also ich habe Fußballerfahrung gehabt, sehr viel. Was ist der Unterschied zwischen mir und den anderen? Aber man muss fairer halber sagen, Leute, da er ist hier dick. Also, was heißt dick? Ich finde ihn nicht mal dick. Sieht ganz normal aus. Ja, ich finde es auch. Also, ich finde es nicht schlimm. Und man sieht auch, er hat vorher schon Sport gemacht. Ne? Also, klar, ist nicht so. Also, glaube ich den einfach nicht. Das sieht man einfach hier. Du siehst ja Brust, Beine, Digga. Ist ja schon sehr stabil und alles. Er hat halt einfach durchgezogen, definiert, abgenommen und seine Form halt geschreddet ordentlich. Finde ich aber, das ist eine kranke Leistung. In 120 Tagen, was er da erreicht hat, babamäßig. Aber ihr dürft das nicht unterschätzen, Leute. So eine Form, die er hat, das schafft man nicht in 120 Tagen, wenn man vorher keinen Sport gemacht hat. Also denkt jetzt nicht, ihr geht ins Fitnessstudio, trainiert 120 Tage und kriegt dann so eine Form wie Maxify. Das funktioniert nicht, ne? Das, klar, vielleicht mit bestimmten Mitteln geht das, keine Ahnung, aber nicht mal, glaube ich, damit. Durchziehen.
Ich habe früher schon mal trainiert. Ja, habe ich auch gestern gesagt on stream. Ich habe früher schon mal trainiert gehabt. Dann kam YouTube dazu und dann 15 Kilo. Mich hätte aber mal interessiert, wie lange er vorher schon trainiert hat. Ich habe, als ich 17 Jahre alt war ungefähr, oder 18, da habe ich ungefähr für ein halbes Jahr bis Jahr, glaube ich, trainiert. Also ich habe ein bisschen trainiert, habe ich schon, ja. Sonst hätte ich die ganzen, das wäre, wie gesagt, das wäre sonst nicht wirklich machbar gewesen in der kurzen Zeit. Was wird Sascha Huber zur finalen Form sagen? Jetzt ist es soweit. Jetzt werden wir sehen, ob da jemand richtig durchgezogen hat oder auch nicht. Ich werde angeschrien, Hilfe, ich krieg Angst. Das ist der Unterschied zwischen mir und den anderen. Okay. Ich habe Disziplin. Ich kann durchziehen. Er kann wirklich durchziehen. Ich schwöre es euch, war überrascht, wie krass er durchzieht. Ja? Er hat es mir genauestens erklärt, wie er trainiert und wie seine Pläne sind. Und er zieht wirklich durch. Ich bin immer gespannt auf die Reaktion. Nice, öfter auch zu Hause trainiert, wie ich sehe. Ja, in Deutschland. Rein da, Baby! Oh! Let's go! Ja! Muscle up! Ja! Digga! Let's go! Digga! Lieber Maxify, ich habe dir das ja auch schon geschrieben. Allergrößten Respekt, was du da erreicht hast, weil der gehört ja einfach eine unfassbar große Disziplin dazu. Mhm, also dementsprechend, Respekt, er hat es durchgezogen und das ist der Lohn, dass er sich da wohlfühlt und einfach aussieht wie eine absolute Maschine. Ganz kurz ist. Ich glaube, ich habe mich mein Leben noch nie so wohl gefühlt, ne? Ich bin gerade an dem Punkt, wo ich halt so unglaublich zufrieden mit mir selber bin, ne? Sei es jetzt optisch irgendwie, ich meine, ja, das ist halt ein bisschen anders, das wollte ich halt testen, aber ich fühle mich halt einfach so wohl körperlich, ne? Ah, ja, I'm happy, okay? Aber Maxify hat das gleiche Problem wie ich, der hat auch keine so krass massive Brust, aber sehr ästhetisch geformt alles. Ich habe keine gute Brust, ich habe so eine scheiß Brust. Ich habe einen ganz kranken Rücken. Ja, der Rücken ist echt nicht. Er kann pfeifen! Der ballert einen Master Brust. Was für eine epische Musik! Let's go! Das ist halt einfach ein friggin' Film. Alter, Arnold Schwarzenegger, du kannst einpacken, Alter. Maxify ist jetzt am Start. Der hat richtig durchgezogen. Ja. Der hat richtig durchgezogen. Junge. Warte mal. Nein. Oh, das ist gut. Da fehlt so dieses Anime-Stöhnen, müsste man jetzt machen von Maxify. Nee. Das kann er dann. Warum? Nee. Sehr stabile Form, oder? 120 Tage, 4 Monate, volle Ernährung. Ihr habt gesehen, wie er vorher ausgesehen hat. Das ist eine kranke Leistung. Muss man sagen. Selbst in seiner Chubby-Form, wo er noch speckig war, konnte er solche Muscle-Ups und so, weil er war halt schon vorher eine Maschine. Nur. Maxify war vorher schon extrem in der Fitness-Szene drin, hatte schon mal extrem krassen Körper. Und natürlich macht die Muscle Memory auch viel aus, um so auszusehen. Also falls ihr selber gerade in einer Situation seid, wo ihr noch nie wirklich Sport gemacht habt, erwartet dich in 120 Tagen ein ähnlich krasses Ergebnis, vor allem nicht mit einer ähnlichen Körperkraft. Das ist halt, weil Maxify auch vorher schon wirklich eine Maschine war. Er hat halt mehr Körperfett gehabt, dadurch hat man die Muskeln nicht mehr so gesehen. Und um die Muskeln halt zu sehen, musst du dein Körperfett reduzieren. Das hat Maxify gemacht und das ist halt auch schon Disziplin ohne Ende. Und es ist ultra krass, absoluten Respekt davor. Aber er war halt vorher schon eine Maschine, das muss man einfach auch sagen. Also Maxify ist einfach auch, er ist einfach eine krasse Maschine. Der macht Muscle-Ups, er ist einfach ein heftiger Typ. Man sieht es ihm nicht an, er ist halt jetzt nicht so groß oder so. Aber wenn er ins Gym geht oder irgendwelche Fitnessübungen macht, dann ist aber jeder erstmal so, oh mein Gott. Also Maxify ist schon echt eine Maschine. Das ist genau mein Ziel, dass Leute das nicht erkennen, dass ich Sport mache oder nicht. Deswegen trage ich auch immer so lockere Oversize-Shirts. Lockere Shirts. Einfach nur, damit keiner sieht, dass ich wirklich trainiere oder sonst irgendwas, weil ich mag dieses Dings nicht wirklich. Ja, scheiß drauf, weiter. Aber um das nochmal zusammenzufassen, einfach unfassbaren Respekt. Damn. Oh, die Reaktion war cool. Ich ziehe jetzt halt einen Mord durch und ich werde auch so lange durchziehen, bis ich genauso ein Video machen kann, bis ich mein Ziel erreicht habe. Okay, da bin ich gespannt. Der Challenge wog 84,5 Kilo und am Ende der Challenge wog ich 69,5 Kilo. Das ist ein Unterschied von knapp 15 Kilo, was eigentlich recht gut ist. Ich hatte am Anfang der Challenge 15 Kilo in 4 Monaten, haben wir 16 Wochen, 15 Kilo, also eine Kilo grob pro Woche, ein bisschen unter ein Kilo pro Woche, perfekt.
perfekt! Ich glaube, leicht. Und jetzt bin ich halt im guten Normalbereich und fühle mich auf jeden Fall viel wohler. Wow. So, jetzt gibt's mal ein heftiges Feedback, liebe Maxify. Und zwar, krank. Du hast heftiger durchgezogen als der ein oder andere Fitness-YouTuber. Du musst sagen, wie es ist. Also 120 Tagen so strukturiert zu arbeiten, so sauber auszuballern. Wirklich unglaublich. Also extrem heftig. Kann er derbe stolz auf sich sein? Kann er derbe stolz auf sich sein? Das so durchzuziehen. Und dabei noch, ich meine, er hat ja keinen unstressigen Job so. Insofern schon krass, dass er das so geschafft hat. Ganz großen Respekt an der Stelle. Danke. Let's go. Nächstes Video trainieren wir zusammen, Maxi. Echt? Okay, ich weiß, wo du wohnst, ne? Also ich bin richtig stolz. Ich weiß, wo du wohnst, Junge. Ich komm vorbei. Ich bin auch stolz auf dich. Du kannst auf mich stolz sein in ein paar Monaten. Okay. Sag mir, dass du stolz bist in 3 Monaten. Ich werde dich nicht enttäuschen. Ich werde durchziehen, Junge. Ich werde durchziehen. Ich will jetzt keinen Druck machen. Aber ich glaube, die Sascha-Army würde sich und auch deine Fangemeinde würde sich über ein Jahr Fitness-Transformation unglaublich freuen. Bitte baller nach den 120 Tagen ein Jahres. Oha! Wäre das was? Boxkampf würde ich auch feiern. Oha! Boxkampf würde ich auch feiern. Ja, Boxkampf wäre eine geile Idee. Also ich würde auch mal gerne Boxkampf machen. Aber jetzt nicht mehr gegen Maxi-Fan. Das ist schon zu krass eine Maschine geworden. Was kann ich abschließend sagen zu den ganzen? Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Und auf jeden Fall danke für die ganzen Props von all den, ich sag mal, Kollegen. Danke. Mal gucken, ob ich ein Jahrestransformation mache oder ob ich jetzt vielleicht echt noch am Ende des Jahres gegen irgendjemanden vielleicht einen Boxkampf mache. Wäre auf jeden Fall auch cool. Soweit hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Bis dann!